Ja, wieder geht's weiter mit Auf der Volkskrieg im Single Let's Play LS22. Hey Gott, ist das schwer. So. Ich presse jetzt das Heu doch zu Ballen, weil der nimmt mir kein loses Heu. Der will Gras. Hätte mir auch eher sagen können. Und dann will er da noch Mineralfutter dabei haben. Was immer das ist. Könnt ihr mir ja mal sagen, was ihr unter Mineralfutter versteht. Was hat er jetzt für eine Presse hier? Ist doch auch schon wieder der falsche. Ach, Mann. Naja. Soll wohl erstmal gehen, wa? Ja, genau. Was versteht ihr unter Mineralfutter? Also sonst haben wir ja in die Mischfutteranlage reingepackt Heu, Stroh und Silage. Ne? Aber irgendwie, hier will er noch was mehr haben. Etwas breiteren Einzug hat die Presse war. Normalerweise müsste er doch dann auch, hätte ich da nicht auch die Ballen größer, die etwas größer gemacht. Also das Volumen der Ballen, weiß ich auch nicht mehr. Nee, ich glaube, das ging ja gar nicht. Ne? Irgendwas war da, ist doch egal. Ist doch auch egal, sprach der Karl. Den ersten Ladewagen voll mit Heu, den ich ja, abgefahren habe oder gepresst oder verladen habe, den habe ich dann am Kuhstall, ist ja der Fütterungsautomat, da habe ich das mal reingekippt. Ob das funktionieren wird, weiß ich auch noch nicht. Ich habe schon mal irgendwo gelesen, dass der Automat wohl nicht so funktioniert. Aber das werden wir ja sehen, wenn es dann mal soweit ist. Noch habe ich keine Kühe, weil ich kein Mischfutter habe. Darum ich nichts haben Kühe. Aber ich kann ja da jetzt in die Silage reinfahren. Ich habe ja Silage, Heu habe ich drin, Stroh habe ich drin. Dann sollte das dann ja doch irgendwie mal funktionieren. Ne? Ha, Hand juckt von innen. Gibt das Geld oder gebe ich Geld aus? Ich hoffe, es gibt Geld. Und zum Ausgeben habe ich nicht mehr viel. Das wäre ja mal was. Ich mache ja so ein Dauerlos hier von Aktion Mensch. Also diese Sofortrente, die es da gibt, ne? So 5000 Euro im Monat. Leute, das wird mir ja richtig gut gefallen. Da könnte ich gut mit klarkommen. Aber bei meinem Glück, ne? Habe ich da kein Glück. Man kennt es.
Wie sagten meine alten Herrschaften früher immer, der Teufel scheißt nur auf den dicken Haufen. Sie sagen, Geld kommt nur zum Geld. Meistens ist es so. Es gibt die Ausnahmen, dass mal, sagen wir so ein armer Malocher was gewinnt, aber in aller Regel funktioniert das nicht. So, fahren wir hier noch rum. Die letzten Fussel hier noch einsammeln. Ist er. Noch einmal so rum. Dann holen wir die Ballen hier runter und dann kann das hier erst wieder wachsen. Sehr schön. Presse weg. Ach du mein Schreck, jetzt kommt die Presse weg. Ich könnte... Ich muss erst wieder einen Verlass haben. Könnte ich ja eigentlich erstmal mit Schafen anfangen. Ne? Schafe brauchen ja nicht so viel. Ja, mal gucken. Es muss alles wohl überlegt sein. Nicht im Gesträuch hängen bleiben hier bitte. Jetzt fängt es an zu schneien oder was? Glaub's ja nicht. Jetzt schneit und ich mache Heu. Die Nummer ist auch nicht schlecht. Wollen wir mal sehen, ob wir das Heu schnell reinkriegen. Ne? Ist ja unglaublich. Was im LS alles möglich ist. Ist denn jetzt Schneeheu dann auch irgendwie ertragreicher, beziehungsweise wenn die Tiere davon selber schneller satt oder irgendwie oder... Wer kann mir da Bescheid sagen? Wer kennt sich da aus? Würde mich mal interessieren. Oh, guck mal, da liegt ja auch noch einer da hinten. Einsam und verlassen. Den holen wir zuerst, sonst vergessen wir den noch. Kassiert der hinten auch ordentlich ab, ne? Der Helfer. Immer so 179, 180 Euro. Und dafür, dass das Feld zu 100% gedüngt war, kommt er ganz schön wenig runter. Muss ich mal so sagen. So, guck es. Das Hammer. Die Heuballen haben wir zu sammeln. Die bringen wir jetzt mal...
oben brauche ich gar nicht durch, wir fahren hier lang. So mag wie das. So. Vielleicht noch ein kleines bisschen weiter rüber. Meine Güte, das hat aber nicht so wirklich geklappt, ne? Es ist euch was aufgefallen? Ich habe jetzt von Anfang an Ton gehabt. Aufgepasst hat der alte Mann. Oh Leute, ey, was ist denn los? Kann man sich so dusselig anstellen beim Rückwärtsfahren? Ja, das geht. Mache es ja gerade wieder vor, ne? Ja, komm. Dann werden die mal da reinschubsen. Was hat er denn? Ja, was hat er denn? Was hat er denn? Kommt der Anhänger weg? Okay. Was ein öseliges Wetter. Ist ja schlimm. Oh, machen wir mal. Oh, nicht voller Freude. Ja, hau. Nicht davor fahren, wollte ich sagen. Oh, er hat zwei Ballen fertig. Ich werde verrückt. Den können wir dann gleich bei ihm wegbringen. Schon mal. Aber erst fahren wir hier hin. Sea Logi. Machen wir voll das Ding. Ich glaube, da kann ich ruhig zwei sofort reinfahren in den. Wieder massiv verkehrt und ich sowieso. Also ich bin nämlich ein Verkehrtmacher. Oh, da muss die Sea-Logi rein. Da
holen wir dann direkt noch einen zweiten. Gut. Sorgi, hau rein. Hoppala. Kann noch einen dritten reinfahren. Das wäre auch nicht so verkehrt. Wir fahren erstmal rein. Drei fahren wir da rein, genau. Insgesamt drei Stück. Kriegt er diesen Schick da mal weg? Das ist ja auch so was von nervig, ne? So. Silage braucht er sowieso am meisten, glaube ich, ne? Nehme ich da recht entsinne. Hallo? Ah ja, ich verstehe. An die Dachkante hängen geblieben. Was ist das hier? 16.38 Uhr, das wird schon dunkel. Ich glaub's ja nicht. Den feuern wir auch noch da rein. Erstmal. Ist ja eigentlich quasi wie nix, ne? Gut, dann stellen wir den jetzt erstmal in die Story. Würde ich auch mal hin und das Dach stellen, vorsichtshalber, gell? Erst dahin. So.
aus. Tschüss, was ein Wetter. Hä? Hä? Oh, jetzt habe ich schon drei Ballen. Alter Falter, jetzt geht's aber los hier. Halliop. Halliop, 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 hopp, hopp. Mehr Licht hat ja nicht. Nur das hier. Also ist nichts mit Fernlicht oder irgendwie so Gedöngenskirchen. Hat er nicht. Ups. Weißt du, den haben wir drin. Dann haben wir noch einen. Warum nimmst du den? Ach so. Nicht ordentlich davor gefahren, wie auch sonst. Jetzt aber. Hat der nächste Feld auch schon mitgenommen oder was macht der da gerade? Ne, letzten Streifen von diesem Feld. Ne? Ich das richtig sehe. Ja. Ja, dann stellen wir den gleich noch um. Wo muss ich denn jetzt gleich hin? Schon mal gucken. Da, ne? Genau, Spinnerei, da muss ich hin. Dann kann ich ja da hoch. Ja. 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 Jetzt gucken wir uns das Schauspiel mal an, was der jetzt hier macht. Baumwolle im Winter, ja, das habe ich auch noch nicht erlebt. Er hat die Arbeit erfolgreich beendet, das war mir klar. So. Das geht doch gar nicht. Das ist Quatsch. Schneit doch, es regnet nicht. Das soll ein Unterschied. Oder? Holla. Also mit dem Auto bin ich auch noch nicht so glücklich. Der hat ja gar kein Fernlicht. Ja doch, aber das ist nicht. Nicht wirklich viel. Naja. Nun denn. Oh, hoppala. Holla, da kam was, oder? Was war denn da? Was kam denn da?
War da was? Vata, 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 da, 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 vata, da, da, da. So, das hier vorne war es, ne? Richtig ganz vertue. Was ist das hier? Muss man eben gucken, ne? Spinnerei, genau. Baumwolle. Kriegst du jetzt, mein Schatz. Ich bring die Wolle vom Baum. Was das sagen, die Baumwolle wächst ja gar nicht auf dem Baum. Ach, Quatsch. Hä? Oder? Oder wie? Oder was? Oh Leute. Glatteis hier oder was? Läuft doch. Cutting. Was ist jetzt hier mit dem anderen? Hier nimmst du Nick oder was? Ah ja. Gott. Wenn wir eben hier gucken, und er rappelt ja, scheint er dann zu funken. Ah, zurück. Zurück. Wie Güter fehlen. Was? Wolle? Wie? Lassen wir machen. So. Ganz schön dunkel, wa? Mein lieber Scholli. Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gemacht, ich tue nichts, ich mache ganz lieb. Gut, aber wir haben schon eine halbe Stunde im Kasten, dann hält es ja aber gut eine halbe Stunde. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Jetzt haben wir auch mal gesehen, dass man bei Schneefall auch Heu pressen kann. Habe ich vorher auch nicht gewusst. Aber man lernt ja nie aus. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann, wie gesagt, so ein Däumchen wäre toll, ein Kommentar wäre schön. Und ja, Abo sowieso, aber das klappt anscheinend alles nicht mehr so. Also gut, was soll's. Bis zum nächsten Mal, macht es gut. Tschüss.